Und herzlich willkommen zurück zu Revolent 2. Oh, vielen. So, glaube wir haben heute mal dieses Winddorf ab. Oh, eine Kiste. Kiste? Ha. Ein Stern. 15 von 30. Echt schon so viel? Okay. Okay, ist nichts. Schon wieder eine Herausforderung, oh Gott. Habt ihr von Kaden gehört? Nein, kann nicht sein. Er ist der Held unseres Dorfes. Er hat Sid, dem großen Erfinder und Gründer unseres Dorfes, beim Bau der allerersten Flugmaschine geholfen. Dann verschwand er, einfach so und völlig spurlos. Manche Leute behaupten, dass er ein Außerirdischer war, der in einem interdimensionalen Raumschiff hier ankam. Klingt ganz schön verrückt, findet ihr nicht? Ach komm, schauen wir uns ganz kurz an, was die so kann. 20, das könnte sogar noch machbar sein. Ach, die kostet mich nichts, die hier. Warte. Und dann beschwören wir noch ihn hier vor ihr, damit sie dann geschützt ist. Und den müssen wir verkaufen, den können wir eh nicht beschwören. Oh Gott, der hat auch so einen. Oh nein. Diese Karte hätte ich gern, die ist nämlich voll OP. 7, kriege ich 7 zusammen? Ach du heilige Scheiße, bist du deppert. Warte. Ich würde gerne nämlich ihn davor setzen. So, so, so. Mana. Dann ist er nämlich ein bisschen geschützt. Das ist Sid. Cool. 2-2er Kreatur. Oh, den Baum hätte ich gern. Der gibt nämlich ordentlich Gedöns. So. Was zur Hölle geht denn über mir ab? Ich habe keinen Plan, was meine Nachbarn da gerade machen. Da rumpelt es gerade. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Haben sie wieder aufgehört. Wie oft hat er denn diese Karte? Bist du bescheuert? Der muss sterben. Warte mal, pack mal den dahin. Na gut, ja. Die muss ich dann wegpacken. Schaut auf jeden Fall wesentlich besser für mich aus. Hittete, was bist denn du für ein Kürbis? Aua. Nein, meine Lymphe. Meine Lymphe. Moment, ich muss meine Lymphe unterstützen. So, mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Aber es war jetzt eh, oder? Nee, noch nicht ganz. Der macht keinen durchschlagenden Schaden. Aber in der nächsten Runde war es das auf jeden Fall. Okay, vielleicht nicht ganz. Aber ja doch, in der Runde war's. Das war's jetzt. Komm, beenden wir schnell. Haha, mal wieder ein Sieg. Endlich. Gutes Spiel. Hier, ihr verdient diese Karte. Gefunden Erfinder. Gut mal, das wird Sitz sein. Könnte auch einfach nachschauen, aber bin ich gerade zu faul. Krass, wie sich das verändert hat, nur weil ich ihm die Maschine gegeben habe. Schade, dass ihr keine Flugmaschine habt. Ich habe eine tolle Strecke eingerichtet und wenn ihr siegt, gibt es einen hammermäßigen Preis. Momentchen. Kann ich eigentlich mit dem interagieren? Schade. Ich habe die Hauptstadt verlassen, um hier zu leben. Wer war das doch mal? Die frische Luft und Ruhe auf dem Berg sind etwas ganz Besonderes. Schade, dass die meisten Leute das nicht verstehen, aber sonst würden alle herbeiströmen und es wäre nicht mehr so friedlich. Das ist vermutlich richtig. Okay, gehen wir hier rein. Ist das Sid? Hallo, braucht ihr ein Zimmer? Halt, wartet! Ihr seid Kaden. Das ist korrekt. Jawohl, der einmalige Kaden. Die Geschichten stimmen also. Seid ihr hier, um das Versprechen des großen Erfinders Sid einzulösen? Hm. Was gibt es?
Ja, pfui, ein Dämon. Nichts, mein Herr, rein gar nichts. Wie soll ich es sagen? Also, wisst ihr, wie sich herausstellt, hat der große Erfinder Sid eure Flugmaschine tatsächlich gebaut. Und wir haben sie auf den Gipfel des Alpha gebracht, damit sie niemand stehlen kann. Doch sie scheint verschwunden zu sein. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war dort oben auf dem Berg und dann hat sie sich einfach in die Luft aufgelöst. Doch niemand wurde beim Betreten der Höhle beobachtet. Es tut mir so leid. Es ist schon merkwürdig, dass jemand ein solcher... dass jemandem ein solcher Diebstahl gelingen konnte, Solid Snail. Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Hey, ich weiß, das ist keine große Hilfe, aber ich kann euch eine Forschungsgenehmigung für die Ruine der Magie in der Nähe erteilen. Sie bergen eine große Truhe, die noch niemand öffnen konnte. Für den berühmten Karten sollte das aber kein Kinderspiel sein. Ruine der Magie? Eine rätselhafte Truhe? Ich bin dabei. Los, Karten, gehen wir. Gut, wir kriegen zwar jetzt nicht mehr die Flugmaschine zurück, dafür können wir aber in die Ruine der Magie rein, aber anscheinend können wir die Flugmaschine haben, weil offensichtlich gibt es ja bei dem Typen da drüben die Strecke. Ach, jetzt kommen wir hier durch. Wir hätten wahrscheinlich mit dem Typen reden können. Das ist die Frage. Hä, es sind so viele Wege. Wohin? 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 Ah. Diese Truhe ist ein toller Fund. Der Beschriftung zufolge muss ihr Inhalt sehr kostbar sein. Könnte es das Fragment sein, nach dem wir suchen? Zuerst müssen wir herausfinden, wie man sie öffnet. Okay, hier ist ein Magellit. Dieser Magellit scheint anders zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass er uns an einem gefährlichen Ort senden könnte. Was, wenn wir auf einem Vulkan oder auf dem Meeresgrund landen? Was meint ihr, Karten? Sollen wir es riskieren? Noch nicht, ich mag mich noch umschauen. Ja, finde ich auch, man weiß ja nie. Ich mag mich noch ganz kurz umschauen. Ich möchte noch wissen, was es hier links gibt. Außer Brücken. Ah, eine Kiste. Mit Mana. Blutenfrei, natürlich. Jetzt haben wir 3 Mana. Jetzt können wir wieder ein Aufwerten von den anderen. Machen wir ein anderes Mal. Ich möchte jetzt erstmal hier rein. Ja. Ganz wie ihr meint. Hey, wir haben keine andere Wahl. Also bin ich neugierig. Ach du Scheiße. Wie weit in die Vergangenheit sind wir gerade gereist? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Nach meiner eigenen Zeit sieht es auf jeden Fall nicht aus. Boah. Und jetzt geht's herab. Unglaublich. Was gefunden, Velvet? Ein Wunder ist geschehen. Wir sind tatsächlich im Zeitalter der Magie gelandet. Ja, damals. Seid ihr sicher, Fräulein Velvet? Selbstverständlich bin ich sicher. Diese Steine stammen unverkennbar aus dem Zeitalter der Magie, aber seht sie nur an. Sie sind wie neu, frisch gehauen und bestens in Schuss. Womöglich stoßen wir auf Magie selbst. Ach, ich kann's nicht fassen. Wie lange habe ich davon geträumt, eine Antwort auf all meine Fragen zu finden. Und jetzt ist es möglich. Welche Fragen schweben euch vor? Es gibt so viele, wo soll ich anfangen? Woher ihr Wissen stammt, woran sie glauben und vor allem, warum sie auf solch mysteriöse Weise verschwanden. Ihre Zivilisation hat so viele Wunderwerke hervorgebracht und schließlich waren sie sogar in der Lage, durch die Zeit zu reisen. Was da wohl passiert ist? Naja, wenn sie es noch im Moment gibt, können sie dir wohl kaum sagen, wie sie verschwunden sind, weil dann sind sie ja noch da und... ne? Wir werden es wohl herausfinden müssen. Ich hoffe, es ist hier nicht die Rede von einer großen Katastrophe. Eventuell könnte es sein, dass vielleicht wir sogar der Grund sind, warum sie verschwanden. Weil wir jetzt gerade hier in die Zeit zurückreisen und irgendwas anschauen, damit die verschwinden. Fräulein Fina hat recht. Wir sollten dieses Zeitalter lieber selbst erforschen. Ist das ein Traum? Vermutlich nicht. Ach, das 8-Bit-Musik, ey. Wie geil. Oh, das ist immer voll retro. Ihr seid sonderbar gewandet. Aha, ihr habt einen Halbmenschen bei euch.
Errungenschaft freigeschalten, Old Times. Dann müsst ihr aus dem Zentrum für Molekularforschung kommen. Die Leute dort sind etwas durchgedreht, wenn ihr mich fragt. Ach ja, stimmt. Dämonen wurden ja von den Magi hergestellt. Deswegen. Wir haben ja Minus dabei. Moment. Was ist das Alte? Das ist wieder so ein altes Gameboy-Spiel. Dies ist eine der anerkanntesten Stätten der Anomalieforschung. Wir studieren ihre Eigenschaften und machen unglaubliche Erfindungen. Okay, lass mal gucken. Alter, wie geil. Ich feiere das gerade hart. Die Magelliten wurden dazu konzipiert, Daten aus der Anomalie zu erheben. Sie sind allerdings noch nicht einsatzbereit. Vielleicht werden wir uns eines Tages frei im Continuum bewegen können, wenn man so will. Vielleicht. Die Anomalie lässt sich bis zu unseren ältesten Aufzeichnungen zurückverfolgen, aber erst in den letzten Jahrzehnten haben wir begonnen, ihre Beschaffenheit zu untersuchen. Die Daten waren äußerst erhellend. Vielleicht kann unsere Forschung das Ende der Zeit abwenden. Was zu... Okay. Oh, schau mal. Hey, ne, was? Verdammt, ich wollte kaputt machen. Das Ende der Zeit ist nah. Die große Katastrophe, die die Zeit selbst verschlingt... Nicht schon wieder die große Katastrophe. Nein. Entschuldigung, die große Katastrophe, die die Zeit selbst verschlingen wird. Wir müssen herausfinden, wie wir sie verhindern können, damit nicht alle Existenzen zu existieren aufhört. Ja, genau. Noch eine große Katastrophe. Lass mich raten, wir sind wieder schuld daran. Ne? Anhand von Daten aus der Anomalie konnten wir ein furchterregendes Instrument entwickeln. Nach unseren Experimenten zu urteilen, ermöglicht es uns, beliebige Ereignisse aus dem Zeitkontinuum zu löschen, sodass sie quasi nie existiert haben. Wir nennen es den Schlüssel der Zeit. Das, was wir gerade zusammen... Also, was wir gerade versuchen zusammenzubasteln. Wegen seines Potenzials für Missbrauch wurde er in 5 Fragmente zerlegt. Jedes Fragment des Schlüssels wurde einer anderen Insel übergeben. Eines von ihnen hüteten wir selbst. Und nach einer langen Debatte beschlossen wir, es in die Anomalie zu schicken. So haben wir es sichergestellt, dass niemand jeweils alle 5 Fragmente zusammenführen kann. Na gut, also ist theoretisch, hast du da recht und so, aber ja. Sun schaut irgendwie gerade aus wie Velvet. Du bist pixeliger. Eine zweifelsohne... Was? Lesen kann ich nicht mehr. Zweifelsohne stellt die dem Schlüssel innewohnende Macht ein zu großes Risiko dar. Dann wiederum wird die Welt womöglich auf eben diese Macht angewiesen sein, um die große Katastrophe... zu abzuwenden. Ja. War es klug von uns, sie unserem Zugriff zu entziehen? Erstmal Karten spielen. Bereit für ein Kartenspiel? Ja. Was interessant ist, das schaut immer gleich aus, in jedem Zeitalter. Also von der Grafik her. Ich will auch diesen Alter gleich 2, ich will auch diesen Typ haben. Da, der Erfinder. Pack mal den weg. Warte, da gibt es einen. Puh. Dann hier den da. Dann zumindest mal langsam. Die vernichten. Das ist eigentlich schon fast zu langsam, fällt mir gerade auf. Jetzt hat er 3. Muss mich doch verkohlen. Mal 2. Na shit, den kann ich auf jeden Fall nicht rufen, kann ich den gleich einstampfen. Dann brauche ich hier ein bisschen Zeit. Und du hilfst mal, den dir drüben zu killen. Das macht mich doch verkohlen. Bling. Oh, das ist perfekt. Du kommst dahin. Dich kann ich nicht rufen. Sprich, puh, dich muss ich dahin stellen. Aua. Das 12-2er Vieh. Mit Durchschlag. Ich brauche irgendwas für oben. Warte. Das muss reichen. Dann das Bäumchen packe ich dahin.
Und ich muss sie wegpacken. Ich habe einfach nichts zum Angreifen. Es tankt einfach alles nur. Uwei. Komm schon, gib mir was Sinnvolles. Ja, so viel zu sinnvoll und so, ne? Dich will ich mal hier schützen. Du kommst dahin. Ich wollte bloß den Baum einmal mehr schützen. Ah nein, es ist ein Fernkämpfer. Das ist jetzt kacke. Komm schon, gib mir was Gescheites. Ach fu. Ich muss da oben einen hinpacken. Sehe ich gerade scheiße. Ich habe ja noch 5 Leben. Es wird kritisch. Einen, zwei, krieg ich 7. Scheiße, es reicht für Dorkin nicht. So, so. So, dann so. Gott. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich. Ach, ich gebe mir was nur 1, sprich, ich kann ihn nicht rufen. Dann brauche ich hier was zum Schützen. So, dann kann ich den wegschießen. Dann habe ich da nochmal Luft. Es wäre möglich, aber ich krieg einfach nicht genügend Mana mehr zusammen, um die guten Karten zu spielen. Komm schon, gib mir was Gescheites. So viel zu was Gescheites. Dich will ich eh nicht rufen. Dich will ich schützen und für dich habe ich kein Mana mehr übrig. Oh scheiße, die 10-18 Kreatur, ich bin am Arsch. Fuck, die kriege ich nämlich nicht schnell genug down, wie es ausschaut. Vor allem, wenn mir gerade alles zusammenbricht. Nee, ich glaube, das kann ich vergessen. Oder? Na gut, ihr könnt hier mal den machen, dann hier mal länger schützen lassen und den dahin packen. Das ist halt so eine extreme Gratwanderung. Nee, ich hab's eigentlich schon verkackt, weil jetzt stirbt dann gleich mein Baum. Sprich, ich habe keine Mana-Zufuhr mehr. Wie ich es halt trotzdem hardcore force, ey. Das ist eigentlich gratwurscht. Egal, was ich mache, das C2, ich muss es eigentlich hier hin machen. Nee, scheiße, ich will ja trotzdem, weil er muss im Fernkampf gehen. Na, das war's gerade. Ja, komm. Mach mich nieder. Overkill. Shit. Das war knapp. Ja, gut. Bisschen. Oh, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns sonst nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.